Liebe Gemeinde an den Bildschirmen, vor allem in Unterrad und Lichtenbruch, in Stockholm und Golzheim. Ich begrüße Sie heute ganz herzlich und freue mich, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Welch ein Sonntag ist das! Normalerweise wäre heute Karnevalssonntag und ich nachher auf der Kühe. Und dann feiern wir zugleich Valentinstag, den Sonntag der Verliebten. Aber die Pandemie dominiert und ändert das alles. Aber uns verkleiden und verlieben können wir dennoch, jetzt erst recht. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Sonntag Estumi ist nicht der letzte Sonntag vor der Passionszeit, sondern zugleich der letzte Sonntag vor dem ersten Fastensonntag. Der Name des Sonntags Estumi verweist auf den zu erbittenden Beistand Gottes in Leidenszeiten. Aber auch das Thema Fasten wird im heutigen Predigttext, der bei Jesaja im 58. Kapitel, die Verse 1 bis 9a zu finden ist, zur Sprache kommen. Die Fastenzeit hat nämlich ihre Tücken, damit wird sich die Predigt befassen. Das ist dann auch das Thema dieses Gottesdienstes, Fasten. Der Predigttext befreit allerdings auch zu einer Sorglosigkeit, denn dein Licht wird hervorleuchten, ein Vorgriff auf die Zusage Gottes, ihr seid das Licht der Welt, davon wird gleich im Eingangslied gesungen. Und in dieser Zusage Jesu feiern wir unseren Gottesdienst heute im Namen des einen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, es ist eine gewisse Spannung, die der Wochenspruch für die kommende Woche beschreibt. Er steht bei Lukas im 18. Kapitel, Vers 31. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vor dem Menschensohn. Amen. Ja, es liegt etwas in der Luft, liebe Gemeinde. Die letzte Phase der Wanderschaft Jesu nach Jerusalem hat begonnen. Es ist eine Zeit, die in Karfreitag und Ostersonntag ihr Ziel findet. Es gilt,
sich darauf vorzubereiten. Hören wir dazu den Psalm 31 im Gesangbuch, die Nummer 715,1. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Amen. Und wir beten. Guter Gott, in deiner Nähe suchen wir Geborgenheit. Umgetrieben von den Nöten dieser Welt, in die wir verstrickt sind, bekennen wir dir unsere Schuld. Lasst uns Gott deshalb um sein Erbarmen anrufen, denn wir stehen täglich vor Entscheidungen, die unsere Verantwortung vor Gott und den Menschen befragen. Wir treffen sie oft leichtfertig und unbedacht, ohne nach seinem Willen zu fragen. Aber Gott spricht uns zum Trost, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Amen. Und nun hören wir die Lesung des heutigen Sonntags. Hören wir als Lesung den Predigttext in einer etwas moderneren sprachlichen Fassung. Er steht bei Jesaja 58, Vers 1 bis 9. Ruf, so laut du kannst, lass deine Stimme klingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit rauer Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt? Wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Amen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem.
und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vor dem Menschensohn. Halleluja. Mit den Worten Dietrich Bonhoeffers wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.
Herr, wir sind in diesem Gottesdienst versammelt, dein Wort zu hören. Wir bitten dich um der Liebe Christi willen, verleihe uns deinen Heiligen Geist, dass wir deine Wahrheit erkennen. Lass uns dein Wort aufmerksam hören, es wohl verstehen und unser Leben danach führen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, Fasten. Damit verbinden wir eine Ordnung. Gefastet wird eine bestimmte Zeit lang. Und dann ist das wieder vorbei. Gefastet, so meinen wir ja die meisten von uns, gefastet wird unter Verzicht. Zum Beispiel unter Verzicht auf bestimmte Speisen. Gefastet wird mit dem Ziel, etwas zu erreichen. Zum Beispiel, um schlanker zu werden. Oder zur Selbstbesinnung. Oder um einen Gott gnädig zu stimmen. Und weil man nicht unbedingt überprüfen kann, ob das Ziel endgültig erreicht ist, fasten manche oder viele von uns regelmäßig. Zur Sicherheit. Sozusagen zur Vorbeugung. Fasten wird damit allerdings zu einem Ritual. Einen, der das Fasten übt und es sehr ernst nimmt, wird diese Beschreibung vielleicht ärgern. Sie ist in ihrer Kürze sicher auch oberflächlich angesprochen. Aber sie erklärt zumindest, warum in vielen Religionen das Fasten zu einem geschriebenen oder ungeschriebenen Gesetz geworden ist. Und richtig sicher ist auch der Gedanke, wir Menschen brauchen Ordnungen in unserem Leben. Ordnungen, die eingehalten und gelebt werden, ohne dass man immer wieder neu nach ihrer Begründung fragt. Zu ihnen gehört für den christlichen Glauben auch die Ordnung des Kirchenjahres. Zeiten, in denen die Freude das Wort hat, Zeiten, in denen die Trauer das Wort hat und eben auch eine Zeit, die jetzt wieder vor uns liegt, die Fastenzeit. Liebe Gemeinde, der Predigttext fragt uns heute allerdings ganz direkt, genügt es, einer Ordnung zu genügen? Genügt es, den Ritus zu vollziehen? Diese Frage wurde und wird immer wieder gestellt. Und offenbar genügt das Ritual nicht. Der Prophet jedenfalls, dessen Worte uns heute als Text gegeben sind, wir nennen ihn den späten dritten Teil des Jesaja, sagt, es genügt nicht. Er wählt als Beispiel dafür das Ritual des Fastens. Er kennt das als eine jüdische Tradition, die in seinem Volk offenbar gang und gäbe ist. Es genügt ihm nicht, weil diese Üblichkeit offenbar keinen Bezug zum Alltag der Menschen hat. Ja, weil deren Leben die Glaubwürdigkeit der religiösen Handlung zutiefst zerstört. Er ereifert sich geradezu über die Selbstrechtfertigungen der Gläubigen, die sich bei Gott beklagen. Und er dreht den Spieß um und macht sie zu den Angeklagten Gottes. Hören wir uns das noch einmal an. Die frommen Leute rufen entrüstet: Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu bemerken. Und dann lässt der Prophet Gott selbst reden. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gerne zum Tempel in meine Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Hört, hört, möchte man einstimmen. Wie können die nur so selbstgerecht dahertönen? Schlecht macht er sie, die Frommen. Der Prophet hat wohl allen Grund. Fasten als Ritual zu befolgen, reicht nicht hin, sagt er, wenn im Übrigen das Gottesverhältnis im Argen liegt, liebe Gemeinde. Wenn das Alltagsleben eine andere Sprache spricht als das Glaubensleben, wenn das Ritual zu einer leeren Hülse geworden ist. Die Glaubwürdigkeit der Frommen steht auf dem Spiel. Darum macht der Prophet die selbstgerechten Kläger zu Angeklagten.
Er zitiert sie vor den Thron Gottes. Und Gottes Worte prasseln hart und unerbittlich herab auf die, die sich mit ihrem Fasten rechtfertigen wollen, die Gott geradezu anmachen, wie wir heute sagen würden. Wir hören bei der Verlesung der Anklageschrift zu. Und wenn wir sensibel sind, können wir uns dabei nicht außen vorlassen. Darauf antworte ich: Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Knallhart hält der Prophet den Frommen den Spiegel vor. Und es ist nur recht und billig, dass diese Anklage sich bis in unseren Sonntag hinein Gehör verschaffen will. Laut hallt des zornigen Gottes Rede durch die Jahrhunderte. Und alle Gläubigen aller Religionen müssen sich fragen lassen, was sie mit ihren religiösen Riten erreichen. Denn ihre Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Ihre Glaubwürdigkeit vor sich selbst und ihre Glaubwürdigkeit vor ihrem Gott. Das Fastenritual bringt es an den Tag. Wie in einem Brennglas das Licht sich in einem Punkt bündelt und daraus ein Feuer erzeugt, so bündelt sich die Glaubwürdigkeit der Frommen zum Beispiel in der Ernährungsfrage der Menschheit. Die Fastenriten der Religionen stehen auf der einen Seite, millionenfacher Hungertod auf der anderen. Im Namen Gottes werkeln Regierende und Mächtige an dem Problem des Hungers in der Welt. Sie bekommen es nicht in den Griff. Sie jagen in Wahrheit ganz anderen Interessen nach und streicheln die religiösen Gemüter des Volkes. Selbst der Ruf nach Brot für die Welt in den reichen christlichen Ländern kann nur wenig verändern. Aber das Hungerproblem, das ist nur eines. Dass es um mehr geht, deutet drastisch dieser Satz an. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Da ist nicht nur die Nachbarschaft gefragt. Streit, Gewalt, Krieg, Klimakatastrophe, das Ganze hat weltpolitische Dimensionen. Liebe Gemeinde vor den Bildschirmen und hier in der Kirche, der Ankläger hätte allen Grund, ein schweres Urteil zu sprechen. Doch was wir dann im Folgenden aus dem Munde des Propheten hören, wirft zwar ein Licht auf die schweren Vergehen des frommen Volkes, aber es wird nicht als weitere Anklage vorgebracht, sondern als Möglichkeit zur Umkehr. Der zornige Gott erweist sich als gnädiger Richter. Er zeigt Wege auf. Im modernen Recht würde man wohl von Resozialisierung sprechen. Dem Angeklagten wird geholfen, in die Gemeinschaft zurückzukehren und einen Weg zu beschreiten, der Gott wohlgefällig und der menschlichen Lebensgemeinschaft von Nutzen ist. Hören wir doch einmal, wie Gott seine Zornesrede zu einem Weg aus der Misere umfunktioniert. Der Prophet lässt Gott diese Worte sagen: Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten der Mitmenschen. Ja, es sind die großen Stichworte, die hier verhandelt werden. Gerechtigkeit, Freiheit, Umverteilung
und Frieden. Es sind die Werke der Barmherzigkeit, die hier freilich auch einen eminent politischen Impuls aussenden bis heute. Wir verstehen, obwohl wir es aus dem Munde eines Mannes hören, der vor mehr als 2.500 Jahren gelebt hat, wir verstehen genau, was gemeint ist. Der Weg, liebe Gemeinde, den Gottes Wort aus dem Munde des Propheten vorschlägt, ist gangbar. Das ist Gnade, weil Anklage von der Möglichkeit zur Umkehr überholt wird. Die Intensität der Prophetenworte macht deutlich, wie Gottes Wort sich an jeden Einzelnen von uns wendet. Denn aus der Anrede im Plural ist ein Du geworden. Es fängt im Kleinen an, dass die Gnade erkannt wird und die Befreiung von der Schuld gehört wird. So kann der gangbare Weg sich mit Menschen füllen, die sich nicht ihrem Fleisch und Blut entziehen, die also ihre Verantwortung für den Nächsten vor Gott und den Menschen wahrnehmen. Viele können es werden und sie alle können das Gesicht der Welt verändern. Dem Hungrigen das Brot brechen, der Obdachlosen seine Unterkunft verhelfen, dem Bettelarmen zu Kleidern. Die vielen kleinen Werke der Barmherzigkeit sind so wichtig wie die großen Entscheidungen der Mächtigen. Die profitneutrale Verteilung von Medikamenten und aktuell von Impfdosen heute, gerade jetzt in Pandemiezeiten, in armen Ländern. Der politische Druck auf Systeme, die den millionenfachen Hunger fördern. Die Förderung wirtschaftlichen Erstarkens besiegter Feinde. Denken wir mal an uns, Marshallplan. Es gibt Beispiele genug, wo dies nicht nur nötig ist, sondern auch gelungen. Liebe Gemeinde, heute Morgen, das Fasten beginnt im Denken. Vielleicht könnte die Fastenzeit gerade dazu nützlich sein, das Fasten im Denken zu beginnen. Eine Viertelstunde am Morgen sich besinnen oder im Supermarkt einmal stehen bleiben und die Fülle meditieren. Gelegenheiten zum Nachdenken bieten sich genug. Das fordert dann allerdings Entscheidungen. Vielleicht ist es der beispielhafte Verzicht auf frische Erdbeeren oder frischen Spargel zur Weihnachtszeit. Vielleicht ist es das Engagement für die gequälte Natur oder das Klima. Vielleicht auch die Mitarbeit in einem politischen Gremium, das den Missbrauch von Macht den Kampf ansagt. Gelegenheiten für Entscheidungen gibt es genug. Oder der ehrenamtliche Einsatz in unserer Gemeinde. Das Tun muss folgen. Ja, es muss folgen. Solch Fasten, das meine ich persönlich zumindest, ist sinnvoller als Verzicht auf 7 Wochen. Verzicht auf Schokolade oder Alkohol. Wenn Letzteres sich nur zu einem Ritual ohne wirkliche Konsequenzen reduziert und Mann, Frau darüber dann auch noch in aller Öffentlichkeit stolz herumtönt. Schau mal, wie toll ich bin. Ich faste. Ja, es könnte jemand auf die Idee kommen, sich auf die Schulter zu klopfen. Tue Gutes und sprich darüber. Wir kennen das Motto. Wir evangelische Christen haben da aber noch ein Problem, liebe Gemeinde. Gutes tun darf nicht als Leistung erscheinen, schon gar nicht als Leistung vor Gott. So sei es Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, das Tun aber werde schon von selbst daraus erwachsen. Aufforderungen zum Tun seien nicht Evangelium, sondern Gesetz, sagen manche Theologen. Dazu sage ich allerdings, gerade durch Luther haben wir gelernt, Gott hat uns zur Nächstenliebe freigesprochen in Christus Jesus. Was hindert es, dass wir diese Freiheit betätigen? Was hindert es, dass wir diese Gnade annehmen? Was hindert es, dass wir das Evangelium leben? Was hindert es, dass wir unsere Blockaden ablegen? 7 Wochen lang? Darüber hinaus. Das ganze Jahr lang. Und uns und andere dazu ermuntern. Nein, um den Vorrang der frohen Botschaft müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn wir sie denn hören. Auch im 3. Teil des Jesaja-Buches ist sie nicht zu überhören, wenngleich sie einer vorchristlichen Zeit entstammen. Wir hören die große Zusage als Wort Gottes, wie sie der Prophet formuliert.
dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Und das ist der Höhepunkt der Botschaft, liebe Gemeinde. Und ich empfinde ihn als gewaltig, überwältigend in seiner Schlichtheit. Siehe, hier bin ich. Amen. Und der Friede Gottes, der ausgeht von dem Kind in der Krippe und dem Mann am Kreuz, höher denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinnen in Glaube und Hoffnung und Liebe. Amen. Einiges ist abzukündigen. Liebe Gemeinde, ich mache zum Ersten auf die Aktion Klimafasten in unserer und der Unterrater Gemeinde aufmerksam. So viel du brauchst, Schöpfung bewahren, Neues ausprobieren, gemeinsam etwas verändern, Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Machen Sie mit. Die Einzelheiten können Sie der Webseite entnehmen. Es wird auch einen Klimafasten-Spaziergang geben. Montags nachmittags ab 22.02. Die Anmeldung bei Pfarrerin Schulz-Hoffmann oder Pfarrerin Schmücker. www.klimafasten.de. Dann sind natürlich unsere Gemeindepfarrer und Pfarrerinnen für Sie da. Rufen Sie an bei Pfarrerehepaar Hoffmann, Schulz-Hoffmann oder Pfarrerin Dorte Schmücker
und Pfarrer Axel Weber. Die Telefonnummern finden Sie auf der Webseite bzw. sehen Sie auf dem Bildschirm. Kollekten, um die bitten wir auch ganz herzlich. Einmal für das Centro Diaconale in Palermo. Wir kümmern sich um all die, die übers Meer kommen, vor allen Dingen die Jugendlichen, damit sie eine Zukunft haben, eine Ausbildung finden und vieles andere mehr. Wir sammeln auch für Projekte für bedürftige Familien. Die Hinweise für Online-Kollekten finden Sie auf der Homepage, beziehungsweise Sie können auch in der Gemeinde anrufen, dann finden Sie oder bekommen Sie auch die Kontonummern. Sie müssen bloß den Zweck angeben, dann klappt das. Herzlichen Dank. Danken will ich heute auch für die wunderbare musikalische Gestaltung allen Beteiligten. Ganz großen Dank und auch dem Technikteam für die tolle Arbeit, damit das Streaming so gut klappt wie an den letzten Sonntagen und ich bin ganz sicher auch heute. Vielen Dank. Und nun wollen wir Fürbitte halten und das Vaterunser beten. Barmherziger Gott, du füllst uns mit deiner Gnade und stellst unsere Füße auf weiten Raum. Dafür wollen wir dir danken. Du hilfst uns, über uns selbst hinauszuschauen und für andere Menschen einzutreten. So bitten wir dich heute für alle Menschen, die gefangen sind in ihren Entscheidungen, gefesselt durch Vorschriften oder Rücksichten, behindert durch Vorteilsdenken oder schuldhafte Verstrickung, brauchen Menschen den Mut zur Freiheit. Wir bitten dich für alle Menschen, denen ihre Sattheit nicht mehr bewusst ist, denen das Kapital zum Gott geworden ist, die auf Kosten von Abermillionen von Menschen so daherleben. Wir bitten dich für uns selbst, dass wir nicht überheblich an andere denken und unsere eigene Schuld übersehen. Verändere unseren Willen und hilf uns, kleine Schritte zu tun, um deinem Wort zu folgen. Wir bitten dich für die vielen Menschen, Christen und Nichtchristen, die friedlich aufstehen gegen Gewalt, Hunger und Not in der Welt und oft unter Einsatz des Lebens ihren Dienst am Menschen tun, den du von uns allen haben willst. Sei ihnen nahe und stärke sie im Geist der Liebe. Gott, so steh uns bei und sei uns ein starker Fels und eine Burg, damit wir Menschen nicht das zerstören, was du uns geschenkt hast. Leben unter deiner Sonne und im Schatten deiner Flügel. Dies bitten wir dich mit dem Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
kommende Woche gehen. Den Weg des Friedens führe uns der allmächtige und barmherzige Herr. Sein Engel geleite uns auf dem Weg, dass wir wohlbehalten heimleuchten und heimkehren in Frieden und Freude. Möge Gott auch in der kommenden Woche euch schützend in seiner Hand halten. Und so segne der Herr und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.